rangehen? Also womit beginnen Sie da so? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Also meistens und am liebsten fange ich an, dass ich mich leer mache. Meditiere mich runter, mhm. Will nichts. Nichts wollen, nichts können. Kunst kann man sowieso nicht zwingen wollen. Und ich entleere mich und gehe ganz frei rein und mache Schüttungen. Lege die Leinwand, die fertig auf den Boden, mhm. und schütte Ölfarbe, die ich verdünne. Mehrere verschiedene Farben. Balanciere das so, ich sehe schon ungefähr, was da wird. Der Zufall ist mein bester Gehilfe. Der bietet mir an, und wie ich dann weiterarbeite. Das heißt, nicht ich gehe ins Bild hinein, sondern ich komme aus dem Bild heraus. Mhm. Nicht ich, Hänschen, Michael denkt sich was aus, sondern das Bild, es malt sich selber. Ich bin nur noch Gehilfe. Ich fülle das aus, was die Visionen mir da geben. Mhm. Ne? Und das ist die endlose Malerei. Das kann man ewig machen. Das ist nie Ende. Das ist nie wiederholbar. Jedes Bild ist anders dadurch. Ist frisch. Ein Abenteuer für mich. Mhm. Wenn ich immer nur eine Sache, ein Konzept hätte und immer nur Kopffüßler malen würde, damit bekannt wäre, müsste ich mein Leben lang Kopffüßler malen. Das wäre tödlich für mich. Das wäre langweilig. Mhm. Dann kann ich gleich Kisten nageln gehen. Irgendwo. In der Tischlerei. Nein, dieses Abenteuer immer mich überraschen lassen. Frisch. Immer neu. Mhm. Und das ist, was mich auch so bei der Stange hält. Das interessiert mich. Mhm. Was passiert denn da jetzt schon wieder? Mhm. Und oft ist der Zufall der Schlauere. Der macht Sachen zugefallen, sage ich. Ich werde den Zufall aber nicht sich selbst überlassen. Mhm. Ich steuere ihn dann. Gesteuerter Zufall. Nicht alle. Das ist hier kein Zufall nachher. Das ist ausgearbeitet. Mhm. Zufall wäre der Fußboden hier. Mhm. Nein, das ist gesteuerter Zufall. Aber wie gesagt, ich knüpfe das Pferd von der anderen Seite auf. Viele Maler haben eine Skizze, ein Foto und arbeiten danach. Oder projizieren. Mhm. Gibt es bei mir ganz selten. Eher bei den Zeichnungen. Ich zeichne ja auch und das sind Zeichnungen. Mhm. Da habe ich dann manchmal eine Skizze oder so eine Idee, aber wird dann wieder als weggewischt, mhm. und verfremdet und offen lassen. Aus Lösungen Rätsel malen. Ganz wichtiger Satz. Das ist das Credo, was hier über meiner überhängt. Immer aus Lösungen Rätsel. Mhm. Die Kunst ist ein Mysterium und ist wie die Liebe, wie Gott, ein Rätsel. Wir wissen nicht. Wir können es nicht in den Griff kriegen. Die Liebe ist nicht in den Griff zu kriegen. Alle kennen wir sie ein bisschen in verschiedenen Formen, aber sie kommt und geht und macht. Und die Kunst ist auch sehr, sehr schwierig, aber ganz eine tolle Sache, weil sie ein Mysterium ist. Ne? Das ist ganz wichtig für mich. Deshalb sind die Bilder nicht deutlich, sie sind extra so verrätselt gemalt. Das heißt, man sieht irgendwas, aber was? Mhm. Sehr ähnlich, doch was soll es denn sein? Ist auch so ein Satz. Sehr ähnlich, hat man immer, was soll es denn sein? Man sieht was, man glaubt, man hat aber was denn? Was ist denn da los? Man kann es auch drehen, es wird dann noch interessanter vielleicht. Ne? Nicht ausmalen, nicht abmalen. Keine Illustrationen machen. Keine Geschichten erzählen, vordergründigen. Mhm. Sondern dem Betrachter Spielraum lassen. So kann jeder das sehen, was er in sich trägt. Mhm. It's in the eye of the beholder.